Hallo, 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 weiter geht's mit Kork. Willkommen dazu. Ich bin der Lars und da gestern der Part zu spät kam, dachte ich mir, Jule, ich produziere einfach mal vor, damit ich das Ding schon mal in den Kasten habe für morgen, damit es nicht so spät kommt. Und ja, was steht an? Beziehungsweise was passiert? Ja, immer noch die gleichen Sachen. 21 Minuten ist das Ding gefällig. Das bedeutet, jetzt könnt ihr rechnen, wie lange ich bis zur letzten Aufnahme hier quasi dabei war. Beziehungsweise, höre ich keinen Sound von diesen komischen Dingern, wenn ich hier abfahre? Moment. Okay, Sound, jetzt kommst du erst. mein Sound ist etwas verzögert. Moment. Sound? Sound? Kommst du wieder? Sound? 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 Moment mal. Ich muss mal schnell das Ding hier irgendwie neu synchronisieren oder so ein Scheiß, damit das Ganze. Ich starte es mal neu hier. Kein Moment, das ist jetzt hier ein bisschen blöd, weil es live ist. Sorry dafür. Aber ihr habt es gehört, das war ein bisschen asynchron, die ganze Kiste. Und das hat nicht gepasst, so wie ich das wollte. So, BlueStack Player eben schnell neu starten, beziehungsweise die BlueStack App. Ich habe übrigens auch mir Boom Beach mal drauf geklatscht. Ich werde vielleicht mal eine Review, beziehungsweise Let's Test dazu machen, um mir das Ganze mal anschauen, ob das Ganze auch brauchbar und schön aussieht. So, willkommen Lars Zuschauer. Ja, dankeschön. So, ganze Zeit schwarz. Es ist jetzt kein Bug gewesen, es war halt schwarz. Und ich lade die Kiste mal eben neu. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ja, was ich mir auffällig, es ist zurzeit echt richtig krass bei Clash of Clans. Ich muss sagen, ich habe zurzeit echt die meisten Views bei diesem genialen Game und ich bedanke mich auf jeden Fall dafür. Und überlege die ganze Zeit, wie kann ich das Ganze hier noch ansprechender für euch machen? Wenn ihr Vorschläge, Ideen bzw. welche Anregungen habt, gerne in die Kommentare, was ich da am besten besser machen soll, beziehungsweise das Ganze etwas unterhaltsamer noch machen kann. Würde mich freuen. Versuche ich dann natürlich umzusetzen. Und ja, so sieht's aus. Ich bin dabei abzugraden hier überall. Ich brauche unbedingt den Barbarenkönig so langsam, ne? Ich will ihn unbedingt haben. Und ich spiele so langsam mit der Verlockung, nicht das Ganze zu farmen, sondern mir echt zu kaufen. Und ich weiß nicht, natürlich macht's euch dann bestimmt nicht ganz so, oder findet nicht ganz so toll, deswegen müsst ihr gucken, ob wir das so machen. Ich bin vorher mit der Armee wieder fertig. Wie gesagt, diese Barbaren, es tut mir leid, aber Barbaren- und Bogenschütztaktik ist richtig gut. Ich wollte noch eine Entwicklung fertig haben. Aber, uiuiui, das sieht ziemlich knapp. Ich habe gerade mal 332.000 Elixier, muss doch was ausgeben halt. Wir schauen erstmal. Ich gehe erstmal angreifen, uns einen Gegner suchen zum Live-Angriff. Hier zum Beispiel 120.000 Elixier und 88.000 Gold. Das ist fast ein Angriff wert. Er hat eine sehr kompakte und große Base. Die mir jetzt nicht so gefällt. Eine sehr kompakte, große Base. Die ist sehr kompakt. Sehr, sehr kompakt. Da sind sehr viele Mauern aufgeteilt. Das meiste ist aber draußen und nicht im Lager drin. Aber der hat hier ziemlich krasse Magiertürme. Die beiden Minenwerfer sind am Upgraden, deswegen versuche ich es mal. Das ist gut. Wir greifen wieder, wie gesagt, mit der Taktik an und zwar außenrum zu. Schicke ich die ganzen hier, damit sie quasi als Kanonenfutter hier das ganze Feuer auf sich lenken. Oder unseren Tesla spulen. Und Clan-Einheiten sind da viele. Wow, 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 wow. Viele Clan-Einheiten kommen von der Seite da oben. Versuchen wir die Tesla-Spulen hier auszutricksen. Und ich werde vielleicht einen Blitzzauber mal benutzen, um hier vielleicht die wegzuklatschen. Okay, einen Blitzzauber dafür opfern. Dann passt es. Und dann greifen wir weiter hier oben an. Fast alle Kleineinheiten sind da oben down gegangen. Ich werde mal die Seite hier mehr angreifen. Oh, da sind noch ganz viele. Ich spawne ich mal ein paar, damit die hier die Bogenschützen wegklatschen. Oh, das ist nicht optimal hier alles. Nicht optimal gelöst. Alter, wie viele Einheiten hatten der doch noch übrig? Oh mein Gott, ich werde total vernichtet von denen. Ja, ist grad, läuft gerade nicht ganz so gut. So, meine Kleineinheiten auch noch drauf. Seine sind auch noch da. Eieieiei. Obwohl der beide Minenwerfer, Alter, er blitzt mich halt komplett weg. Hätte ich lieber nicht machen sollen. Denn diese kompakte Base, ja, die ist richtig gut aufgebaut. Eieiei. Ich bekomme fast gar nichts hier. Bekomme jetzt noch ein bisschen Gold, aber. Das ist eine coole Base. Die muss ich mir merken, glaube ich. Die ist richtig gut, oder? Kann das sein? Sieht richtig cool aus. Ich mache da mal einen Screenshot von. Ich hoffe, das geht. So, ich habe einen Screenshot mal gemacht. Das sieht ziemlich cool aus. Und ich glaube, das könnte eine Base sein, die ich mal nachbauen könnte. Weil die ist, also die lockt hier quasi die Einheiten hier rein, weil quasi die Mauern offen sind. Und da werden sie richtig weggefokust von den ganzen Einheiten. Beziehungsweise, das ist eine coole Base. Die gefällt mir. Ich muss aufgeben, ich habe nichts erreicht. Ich habe keine Ressourcen bekommen. Niederlage, das war nicht gut von mir, gebe ich selber zu. Ich habe ein bisschen ihn unterschätzt. Der hat auch richtig viele geile Einheiten da drin. Und dadurch, obwohl er zwei Minenwerfer am Upgraden ist, hatte ich gar keine Chance. Es lag jetzt nicht daran, dass meine Einheiten so kacke sind. Es lag einfach daran, dass die Base so cool aufgebaut war. Und das ist vielleicht eine Base, die ich mal nachbauen werde. Weil die sieht richtig cool aus. Es ist quasi so wie Tower Defense. Man lässt quasi was offen, extra, damit sie da reinlaufen. Und da drin sind halt die ganzen Bomben und den ganzen Scheiß drin.
damit man da richtig weggebombt wird, beziehungsweise weggefokust wird. Das ist nicht schlecht. Natürlich für andere Sachen bestimmt anfällig. Aber die gefällt mir und werde ich, wie vielleicht erwähnt, schon vielleicht danach bauen, weil es echt eine coole Base ist. Ich habe jetzt nicht viel bekommen, fast gar nichts. Habe vielleicht noch ein paar Angriffe, die ich zeigen kann, aber ich glaube, das sind die ganzen. Hier, den kann ich noch zeigen, oder? Habe ich den euch auch gezeigt? Den habe ich gemacht im Let's Play, ne? Ja. Das ist vom Let's Play, der Angriff. Ihr seht, ich habe nicht viele gemacht, weil ich heute einen Livestream gemacht habe, deswegen gab es da keine Angriffe. Den Angriff habe ich den auch gezeigt. Ich weiß nicht, wir können uns den nochmal anschauen, wiederholmäßig. Ich glaube, das war der. Den habe ich, glaube ich, gar nicht gezeigt. Das war der Angriff, den ich gemacht habe. Ich wollte diese Einheiten, die ich jetzt hatte, wollte ich ja benutzen für den Clan-Krieg. Ich habe es dann wieder verkackt, verpennt, weil ich noch Besuch bekommen habe. Hier habe ich erstmal den Bahnkönig rausgelockt, hier, wie man sieht. Und habe ihn dann quasi angegriffen mit meinen ganzen Bogenschützen. Und ja, die sind dann alle draufgegangen, haben den wunderbaren Barbarenkönig vernichtet. Habe ich einen reingeschickt hier, einen Riesen und dann die Minenwerfer, aber der, nicht den Minenwerfer, die zwei Mauerbrecher, aber genau der Minenwerfer hat genau getroffen, wo die beiden da drin sind, deswegen ist nichts down gegangen. So, wieder Mauerbrecher rein, Dicke rein. Hier oben leben die sogar noch. Dann kommen ein paar Barbaren, ich bin halt von der Seite angegriffen. Das Problem am Ende war halt nur, dass sie sich irgendwie auf diese ganzen vier Felder konzentriert haben, was nicht ganz so geil war. Aber dann mehr Bogenschützen rein. Die halt das Level-Up schon hatten da. Und hier noch ein paar und dann noch ein paar. Wollte hier halt die, die Sammler noch bekommen. Und dann ging es halt rund, ne? Ich schwur ein bisschen vor. Und das war so dann hier die ganzen Clan-Einheiten, die natürlich erst alle hier hingelaufen sind, was auch nicht ganz so schlau war. Und dann sich den Weg auf jeden Fall auch in die Base gebahnt haben. Da kam eine Tesla-Spule raus. Eine verborgene Tesla-Spule, die wir auch weggehauen hat, die uns hier weggeblitzt. Und es lief eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Es war gar nicht mal so schlecht. Da noch drauf gekloppt, da drauf gekloppt und überall drauf gekloppt. Hab sehr viel Gold bekommen. Hab, glaube ich, das fast alles verfügbar, also fast die ganze verfügbare Beute ich bekommen, was ich sehr, sehr cool fand. Hab da noch ein bisschen drauf, da noch ein bisschen drauf. Und es lief auf jeden Fall ziemlich gut. Das hat mich, ich hab mich gefreut. Das war ein cooler Kampf. Und wie gesagt, diese Einheiten waren eigentlich vorgesehen für den kleinen Krieg, aber ich habe verpennt, weil ich, wie gesagt, Bedug bekommen habe. Der Lars hat auch Freund. Ja, so habt ihr es gewonnen, die Kiste hier. Und habe 180.000 und 53.000 noch 2.994 verfügbar. Aber ich denke mal, das ist akzeptabel. Und damit können wir leben. War ein cooler Angriff und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Natürlich war es jetzt nicht nur Barbaren, beziehungsweise nur Kundis. Die sind immer noch hier am Boosten. Fröhlich am Weiterboosten, hält noch ein paar Stündchen. Das ist ziemlich gut. Ich kann Truppen anfordern. Ich mache hier meistens aber egal was. Von wegen, übrigens, der Clan war halt offen. Brauche Riesendank. Ich habe gar keine Riesen. Fuck. Sind halt noch Plätze frei. Warte mal, ist zurzeit wieder geschlossen. Ich denke mal, dass FK das morgen wieder aufmachen wird. Von daher, wenn ihr diesen Part seht, denke ich mal, wie der Clan... Kann es sein, dass er offen ist? Obwohl, wir sind wieder 50, ne? Aber bis dahin sind wir bestimmt wieder welche weg. Wir werden wahrscheinlich nur jetzt nur noch freitags angreifen, habe ich ja schon gesagt. 14 Minuten noch dafür. Ich muss unbedingt noch was entwickeln. Natürlich ist diese Zeit sehr kostbar. Deswegen muss ich da was raushauen. Aber, erstmal was entwickeln mäßig was finden, ne? So, haben wir ein paar Angriffe, die geteilt worden sind. Hier zum Beispiel den hier von Enrico. Hallo Enrico, wir schauen mal eben den Angriff an. Hoffentlich ist der gut, weil der wird jetzt im Video auftauchen. Ich denke mal, ich werde mal so ab und zu mal ein paar Angriffe nehmen, die ich mal gerade so in Clan-mäßig finde. Nur Barbaren. Okay. Nur Bogenschützen. Okay. Es leckt sogar. Es leckt irgendwie immer an dieser Stelle. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, das ist nicht an meinem PC. Das liegt an diesem Kack-Player. Weil die irgendwie damit nicht klarkommen, wenn so viele Einheiten auf einmal hier loslegen. Ich denke mal, im späteren Bereich könnte das etwas problematisch sein. Ich weiß nicht, ob ich hier ein bisschen mehr RAM zuweisen kann auf dem Programm. Keine Ahnung. Wie man sieht, nur mit Barbaren und nur mit Bogenschützen reißt er auch auf diesen Rathaus-Level-Bereich etwas. Da ist man gleich Level wie ich, ne? Oder ist eine höher? Ich weiß nicht, ob eine höher ist oder nicht. Auf jeden Fall sieht das aus wie der gleiche Bereich. Weil die Mauern kann ich auch schon so hoch upgraden. Und er hat was bekommen, wie man sieht. 200.000, 300.000. Richtig cooles Ding, Enrico. Glückwunsch dazu. Ist ein richtig nices Ding hier. Nice. Nice. Sehr schön gemacht. Und gefällt mir. Wir schauen mal eben noch hier von Dream, beziehungsweise von Franz. Der schreibt Dream. Hat auch bestimmt ziemlich viel bekommen. Oder hat er verteidigt? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Der Verteidiger ist I. Oh, ich glaube, der ist inaktiv, der Boy, oder? Und er schickt halt hier... Oh, oh. Er holte alles aus den Minen raus. Alter Schwede, sind das wieder Ressourcen. Da sieht man, Leute. Und wieder nur Bogenschützen. Schon gleich auch nur Barbaren. Was ist denn da los? Ich dachte, die Taktik ist total scheiße. Ich weiß nicht, wie gefällt die? Ich weiß gar nicht, was ihr dagegen habt. Oh, der bekommt gut Loot hier auf jeden Fall. Da ist noch was voll hier. Da Gold. Aber hol lieber die Dinge da raus. Alter Schwede. Er holt sich alles. Das ist gerade mein Mikrofon. Einfach mal in meine Fresse geflogen. Entschuldigung. So, ein bisschen mal da hier hin. Dann haben wir Mikrofonarm. Der ist so kacke. Ich muss mir einen neuen kaufen. Der geht mir so auf die Eier, dieser Mikrofonarm. Da sieht man, ja, schön angreifen. Läuft auf jeden Fall.
Das ist schön flutschig hier. Den auch mal kaputt machen und den. Sehr gut. Da noch kaputt machen, da noch kaputt machen. Und der bekommt ziemlich viel. Wie man sieht, Barbaren, beziehungsweise nur, ich sag immer Kundis, nur Bogenschützen. Und er schafft es hier auf 243.000 und 242.000. So viel Loot hätte ich auch gerne einmal bekommen. Ich habe, glaube ich, einmal 300.000 bekommen, ne? Ja, das war richtig cool. Der Typ war inaktiv, hat man gesehen, der hat alles in den Minen drin. Von daher ist es ein einfaches, beziehungsweise leichtes Spiel für die ganzen Bogenschützen, da irgendwie was rauszuholen. Das war halt nicht so schwierig, ne? Noch ein Angriff vielleicht? Hier, 100% von Dr. Sommer. Hallo, Dr. Sommer. So, Dr. Sommer. Der ist der Verteidiger, Dr. Sommer. Oh, mein Gott. Ich glaube, der bekommt böse in die Fresse. Wie kann der andere schon diese Einheiten haben? Der ist doch gar nicht so krass. Alter Schwede. Das sind doch diese komischen Packer oder Packers oder wie die heißen. Ich habe die nur einmal im Einsatz gesehen bislang. Aber ich glaube, die sind ziemlich böse. Ich glaube, die rasieren richtig hart. Da muss man da ein bisschen aufpassen. Aber wie schafft der die 100% jetzt? Also das ist schon mal alles zerstört, das auch. Ja, nur mit Packers und nur mit Drachen oder was? Da sind die Packers tot, so die Drachen. Okay. Der macht das einfach mal solo kaputt. Er braucht 3 Schläge für das Ding da, alleine. Warum auch nicht? Läuft bei ihm. Hier geht er auch rein. Da geht er auch rein. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Schlag mal drauf die Kacke da. Druff, druff, druff. Fertig ist das Ding. So, kaputt, kaputt, kaputt. Dann auch hinlaufen. Schlag, Schlag, Schlag. Schlag, Schlag, Schlag. Kaputt ist das. Gewonnene Beute. Wow. Okay. 100% 6 von diesen Packers, 3 Heiler, 4 davon, 1 davon, Klamburg und 3 von diesen geilen Zauber da, die die ganzen Leute durchragen lassen. Da sieht man, ich glaube, die Packers sind böse. Ich glaube, die heißen Packers, wenn ich es falsch sage. Entschuldigung. Aber das sah schon ein bisschen... Hier sieht man schon, Clan aufgenommen, für die Leute, die sich denken, ich nehme jetzt ja keinen neuen auf. Alle neu aufgenommen in dem Clan. Und wir haben sehr viele Anfragen bekommen. Deswegen passt das schon. Hier, der braucht Riesen. Ich habe keine Riesen. Das ist ein bisschen blöd. Wie viel brauchen wir noch? Bis zum Angriff. Ja, dauert noch ein bisschen. Dann sind wir schon wieder am Ende von diesem wunderbaren Let's Play. Wenn ihr Anregungen, Ideen und Vorschläge habt, wie das Ganze hier ein bisschen interessanter machen kann, gerne in die Kommentare, würde mich freuen, weil es ist wirklich krass, wie viel Interesse an diesem wunderbaren Spiel ist. Und ihr wollt es ja sehen und deswegen versuche ich das Ganze hier ein bisschen zu optimieren, damit ihr noch mehr wunderbare Let's Plays seht von Clash of Clans. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Denkt an den Daumen nach oben, denn ihr seid ein Haufen super nicer Boys. Reingau, bis zum nächsten Mal und tschüssi, ciao, ciao. Nice. Tschüss.